Willkommen bei Ihrer besten Wahl. In diesem Video besprechen wir den besten Iglozid-Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung, und ich versuchte, sie basierend auf Ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen besten Iglozid-Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5. Das Campfire Iglo Camping Zelt ist ein Iglo Außenzelt mit Pfosten sowie einer zusätzlichen riesigen Markise. Die Top-Qualität der Campingzelt-Wandflächen ist von hoher Qualität und auch die Kuppelaußenzelte stehen auch kräftigen Duschenstand. Das Iglo Campingzelt von Campfire wird als Kuppelaußenzelt für 4 Personen vermarktet. Mit einer bestehenden Lage von 240 cm ist dieser Raum dennoch extrem schmal. Für 3 Personen hingegen würde der Raum sicherlich ausreichen, ebenso wie der bestehende Standort, der jeweils größer ist als bei den meisten anderen Iglo-Zelten im Freien. Umzug auf Nummer 4. Das Campfire Kuppel Campingzelt ist ein Iglo-Außenzelt mit Pfosten und auch Markanten angebracht. Die Außenzelte werden für ein Optimum von 3 Personen empfohlen, bieten dafür aber ausreichend Stauraum sowie Reisegepäck. Für den großen Raum sind die Zelte im Freien extrem leicht und wenig vollgepackt. Das Campingzelt ist mit einer Markise ausgestattet, die direkt an der Ruhekabine befestigt ist. Die Markise enthält ein Durchgangszelt, das viel Stauraum bietet, aber ohne Bodenplane entwickelt wird. Mit einer zusätzlichen Bodenplane kann eine ganze Menge Reisegepäck in der Markise aufbewahrt werden. Auf Platz 3. Die Coleman Kristline Iglo Außenzelte sind ein Iglo Campingzelt mit Stöcken, das aus den Zeltzelten der Hellen Kuppel stammt. Es eignet sich für eine einzelne Person mit Gepäck oder mehr Personen ohne Reisegepäck und wird auch für längere Wanderungen empfohlen. Vor allem die Wasserdecke ist günstig belastet. Colemans Kristline Iglo Campingzelt ist auf die Nutzung von 2 Personen beschränkt. Der bestehende Standort für diese beiden Personen ist freundlicherweise mit jeweils 75 cm dimensioniert. Die Zelte im Freien sind auch ideal für größere Personen, wenn sie auf Isomatten schlafen. Umzug auf Nummer 2. Das Nevada 4 Iglo Campingzelt von Hightop ist eine Kuppelaußenzelte mit Stöcken. Es ist ein Campingzelt mit grundlegenden Geräten, die nicht übermäßiges Gewicht schleppen. Für viel kürzere Outdoor-Camp-Ausflüge ohne viel Gepäck ist es ausgezeichnet. Das Campingzelt ist mit einer winzigen Markise ausgestattet, die über den Stress des Outdoor-Campingzeltes entwickelt wird. Es gibt keine Bodenbelagsplane, sodass nur Gepäck in der Markise gehalten werden kann. Die Feuchtigkeit ist abgehoben. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste. Die Gedo Quick Arc 3 zweite Outdoor-Zelte sind ein Iglo-Außenzelt mit einem hochmodernen Stangensystem ausgestattet. Die Zelte im Freien können in Sekunden aufgestellt werden. Die verschiedenen anderen hohen Qualität der Kuppel-Outdoor-Zelte von Gedo ist extrem groß, vor allem für die Kosten. Die Gedo Quick Arc 3 zweite Outdoor-Zelte ist ein Kuppel-Camping-Zelt für 3 Personen. Der bestehende Standort ist für 3 Erwachsene extrem schlank und gibt deutlich weniger als 70 cm pro Person zurück. Die Größe der vorhandenen Fläche ist 10 cm kürzer als normal mit 3 Personen Zelten im Freien. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.